Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch den Afterpatch für den Giftcastle Friends Glitch zeigen. Ja, da ja gestern Rockstar mit dem neuen Update auch den Giftcastle Friends Glitch gepatcht hat. Ja, die meisten werden ihn schon kennen. Ist auf jeden Fall der alte in der Arena-Werkstatt. Ja, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wie der geht, werde ich auf jeden Fall nochmal erklären. Ja, dafür braucht ihr eine MOC. In der MOC braucht ihr auf der dritten Position das Lager für persönliches Fahrzeug. Ebenso braucht ihr dann eine Arena-Werkstatt. Und in der Arena-Werkstatt muss irgendein Auto drin stehen. Welches Auto, das ist völlig egal. Und ja, zusätzlich braucht ihr noch einen Freund. Und der Freund soll dann mit in eure Sitzung reinkommen und sich dann in einen Job für einen Titan begeben. Ja, wenn dann euer Freund drin ist, dann müsst ihr es einmal so vorbereiten, dass ihr mit Doppel-PSN drücken ihm beitreten könnt. Dafür geht ihr einfach auf die Party. Dann geht ihr einmal auf sein Profil drauf, Profil anzeigen. Dann geht ihr einfach auf Übersicht, dann einfach auf aktuelles Spiel und habt ihr jetzt unten links beitreten. Jetzt drückt ihr einmal Doppel-PSN und dann kommt ihr einmal ins Spiel. Und wenn ihr jetzt nochmal Doppel-PSN drückt, dann könnt ihr ihm beitreten. Wenn ihr das schon vorbereitet habt, dann können wir jetzt losstarten. Ja, fangt auf jeden Fall an, ein bisschen Gas zu geben, dann lasst Gas los, Doppel-PSN-Taste und einfach dann X durchspammen. Gut, bei mir hat es jetzt gerade nicht geklappt, dann werde ich es jetzt einfach nochmal probieren. So, dann nehmen wir einfach ein bisschen Anlauf, geben Gas, lassen hier ungefähr Gas los, Doppel-PSN-Taste drücken und einfach X durchspammen. Und ihr seht, ihr habt so einen flackernden Hintergrund, das ist auf jeden Fall perfekt. Dann drückt ihr jetzt einfach einmal Dreieck. Und dann gibt es jetzt zwei Varianten, entweder ihr spawnt einfach oben oder ich spawn unten, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Dann müsst ihr einfach euren Freund nochmal beitreten, Doppel-PSN-Taste drücken und dann einfach X durchspammen. Und dann müsstet ihr oben auf der Map wieder spawnen. Und ihr seht, unten links ist die Minimap weg und ihr könnt euer Waffenrad auch nicht mehr benutzen. Eine andere Möglichkeit ist, ihr spawnt oben vor der Arena, aber gefreezed. Wenn das der Fall sein sollte, dann tut eurem Freund einfach nochmal beitreten mit Doppel-PSN-Taste drücken und ja, dann einfach mit X durchspammen ihm beitreten. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick, wie ihr eure Minimap wiederbekommt. Geht dafür einfach ins Interaktionsmenü, dann geht ihr auf Markierung ausblenden und dann auf alle Jobs und alle Jobs auf eigene. Dann habt ihr hier vor der Arena-Werkstatt so einen blauen Kreis, so ein Jobmenü und ja, dort geht ihr einfach nochmal ganz kurz rein. Und wenn ihr drin seid, einfach wieder verlassen. Ja, und ihr seht, ihr habt jetzt unten links die Minimap wieder. Ist auf jeden Fall, das erleichtert einiges für den Giftcast to Friends. Ja, als nächstes begibt ihr euch einfach zum Nullpunkt. So, seid ihr dann am Nullpunkt angekommen, dann fordert einmal eure MOC an. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann fordert ihr einfach entweder einen kostenlosen Elegy an oder einfach irgendein Auto, was ihr nicht mehr gebrauchen könnt. So, ist dann euer Auto angekommen, dann steigt einfach einmal in euer Auto ein. Lasst dann euren Freund als Beifahrer einsteigen. So, euer Freund sollte dann jetzt entweder einmal in die Franklin-Meldung gehen oder einfach ins Pausenmenü. Das geht auch. Dann fahrt ihr einfach mit eurem Auto hinter eurer MOC. Fahrt dann einfach zum blauen Punkt. Drückt dann Steuerkreuz nach rechts, nimmt dann die Fahrzeuglager-Vollmeldung an. Dann wartet ihr, bis euer Beifahrer ausgestiegen ist. So, wenn er ausgestiegen ist, dann fahrt ihr einfach so ein paar Meter nach hinten. So, dass der blaue Kreis erscheint, wenn ihr aussteigt, dann geht ihr mal so für 5 bis 6 Sekunden ungefähr in die Franklin-Meldung rein. Dann geht ihr wieder aus der Meldung raus, lauft dann zu eurer MOC hin, geht dann zum blauen Punkt, drückt dann auf Alleine eintreten und dann geht ihr jetzt noch einmal in die Franklin-Meldung rein, lehnt dann die Meldung einmal ab, dann fliegt ihr einmal durch die Map.
Und dann seid ihr unsichtbar auf der Straße gespawnt. Nun rennt ihr einfach zu dem Auto, was ihr haben wollt. Steigt dann einfach in das Auto ein. Und schon habt ihr euch das erste Auto gezogen. Ja, wenn ihr jetzt das nächste Auto ziehen wollt, dann bestellt euch einfach wieder irgendein Elegy oder ein Auto, was ihr nicht gebrauchen könnt, aus irgendeiner Garage. Und das Fahrzeug, was jetzt in der MOC drin steht, das kommt dann hinterher automatisch in die Garage, wo ihr das nächste Auto halt her anfordert. Und ja, wenn ihr dann fertig seid mit dem Giftcast to Friends, dann fahrt einfach zur Casino-Garage und geht einfach einmal in die Casino-Garage rein, geht ihr einfach wieder raus und ja, schon seid ihr dann entglitscht. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video, das hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.